Was ist Kita-Sozialarbeit? Wir klären das gemeinsam. Die Rahmenbedingungen, in denen Kindertagesbetreuung funktioniert, haben sich verändert. Der Wandel von Familienformen, ein höherer Bedarf an Informationen und Beratung, ein hoher Stellenwert von Kita als Bildungsort sind nur drei Beispiele. Die pädagogischen Fachkräfte müssen den Spagat zwischen neuen Anforderungen und immer weniger Zeit für das einzelne Kind schaffen. Hierfür ist ein Unterstützungsnetz bei den Trägern und in den Einrichtungen notwendig. Wir möchten Maßnahmen, die präventiv oder interventiv in der Kita oder im häuslichen Umfeld bedarfsgerecht initiiert werden, für eine frühzeitige Unterstützung, die spätere langfristige Hilfen nicht notwendig machen. Es soll unbürokratisch und niederschwellig funktionieren. Eine sozialpädagogische Perspektive kann themenbezogen und situativ in den Einrichtungen unterstützen. Um einen strukturierten Blick auf die sozialpädagogische Tätigkeit in der Kita zu werfen, teilen wir diese in vier Handlungsfelder. Erstens Kind und Familie, zweitens Team- und Kita-Leitung. Drittens Netzwerkarbeit, viertens Berichtswesen und Dokumentation. Diese werden ressourcenorientiert mit einer systemischen Grundhaltung im Sozialraum mit niederschwelligem Charakter bearbeitet. Ein zusätzlicher sozialpädagogischer Arbeitsbereich in der Kita muss integrierter Teil der Kita sein und durch eine regelmäßige Präsenz als Ansprechpartnerin für Eltern, Erziehungsberechtigte und Kita-Personal da sein. Die Rolle der Kita-Sozialarbeiterin ermöglicht die Öffnung von Zugängen zu Beratungs- und Leistungsangeboten für die heterogene Zielgruppe. Die Ergänzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Einrichtungen kann ebenfalls durch die Sozialpädagogik immer wieder neu ausgelotet werden. Die Chance auf einen Perspektivwechsel innerhalb eines Teams stärkt die Reflexionskräfte, wenn das Team auch Zeit hat zu wachsen. Hier muss der Fokus auf Ergänzung des Angebots der Kita liegen, nicht auf Konkurrenz unterschiedlicher pädagogischer Professionen. Auch die räumlichen Gegebenheiten einer Kita müssen hierbei beachtet werden. Mehr Menschen brauchen mehr Platz. Wir haben ein paar Stimmen aus der Praxis mitgebracht.